Der braucht lieber schon die. Wir müssen auch mitspielen. Das ist dann der Verein. Der restliche Verein. So. Der Roman, du bist der Obmann. Ja. Und die Frau. Christoph, Kassier. Und die Frau. Ja, es müsst immer hören, was ich sage. Und der, was angesprochen wird, der, was aufsteht, und wenn er nicht aufsteht, muss er einen Stapel Schnaps trinken. Oder ein Essiggurke mit Schlager was. Nein, ich nehme Schnaps. So. So. Und der Verein ist der Verein. Ja, merkt euch das. So. Habt ihr es verstanden? Ja. Wenn es angesprochen wird, müsst ihr aufstehen, sonst müsst ihr einen Stapel bringen. Okay? Ja. Ruf es zu, weil der Verein kommt auch dran. Wie ist Andi aufgerufen? Oder Andreas? Andi. Was? Oder soll ich mit Andreas anreden? Schwiegersohn. So. Wir haben in Franzhausen einen Motorradverein. Dessen Vorsitzender der Obmann ist. Hallo, das vergessen, den Verein zu erklären. Wo wir schon. Das ist der Verein. Das ist der Verein. Hey, wir sind nicht aufgestanden, oder? Nein, das ist alle Stapel. Sind alle nicht aufgestanden. Aber ich sage, ist jetzt der Verein. Was es ist, oder trinkt es gleich mit der Stapelschnaps, oder ist es überkommen, was. Der Vorstand setzt sich ferner zusammen aus dem Kassier, dem Schriftführer und als beisitzenden Obmann Stellvertreter, dem Erich und dem Andi. Muss ein bisschen flotter gehen, sonst ist es spät, gell? Ja, schon 30 Jahre. Der Verein. Der Obmann kann man zeigen. Ja, der Obmann kann man sitzen bleiben. Hatte eine Sitzung einberufen. Zu dieser waren erschienen der Obmann, der Schriftführer, der Kassier, der Obmann-Stellvertreter aus. Da ist der Stammbaum. Das ist der Erich. Du bist fähig, aber ist der Stellvertreter. Nein, der Erich. So, in Obmann Stellvertreter haben wir schon. Der Erich. Der Andi und alle Mitglieder des Vereins. Weiter. Der Obmann eröffnet die Versammlung des Vereins. Unter Punkt Verschiedenes wurde vom Andi angeregt. Das ist auch mir der Verein. Einmal mit dem ganzen Verein. Moment. Der Walter sitzt schon wieder. Hörst du mich nicht? Einen Ausflug zu machen. Dieser Vorschlag wurde vom Obmann Stellvertreter, vom Schriftführer, vom Erich. Und von allen anderen Mitgliedern des Vereins freundlich begrüßt. Hey, warte mal. So, na gut. Es wurde einstimmig beschlossen, mit dem Bus eine Fahrt ins Grüne zu machen. Am Sonntagmorgen um 7 Uhr war Treffpunkt am Bus
in der Nähe der Kirche alle Mitglieder des Vereins. Waren rechtzeitig erschienen. An der Spitze der Obmann und seine Frau, der Schriftführer mit seiner Frau, Alois Fusch. Der Andi mit seiner Petra. Der Obmann-Stellvertreter mit seiner Frau. Der Kassier mit seiner Frau. Und der Erich mit seiner Claudia. Es wurde 7 Uhr und der Bus war immer noch nicht da. Jetzt schon. Der ganze Verein war schon unruhig. Endlich, 20 Minuten vor 8, kam der lang ersehnte Bus. Alle Mitglieder des Vereins jauchzten vor Freude. Da sitzt er. Fuhr der Bus ab. Nach einer Stunde Fahrzeit rief der Obmann-Stellvertreter dem Obmann. Lass noch einmal den Bus anhalten. Ich muss austreten. Der Obmann-Stellvertreter saß zum Aussteigen ungünstig, sodass der Obmann mit seiner Frau, der Andi. Und eine Ante mit seiner Claudia. Und dann alle übrigen Mitglieder des Vereins. Der ganze Verein ging ins Vereinslokal. Und er verlebte dort noch ein paar schöne Stunden. Zum Schluss ergriff der Obmann noch einmal das Wort. Er dankte dem Andi. Gut, verschonen mit dem Gurkel. Den Obmann-Stellvertreter und ganz besonders den Kassier. Dass diese einen so schönen, so herrlichen, einen so fantastischen Bus bestellt haben. Es war ja nun wirklich ein einmaliger Bus. Auch einen ganz besonderen Dank sprach der Obmann dem Erich aus, der es sich nicht nehmen ließ, zum Abschluss dem ganzen Verein eine Runde zu spendieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitmachen beim Obmann und seiner Frau, dem Schriftführer seiner Frau, dem Andi und seiner Petra, dem Obmann-Stellvertreter und seiner Frau, dem Kassier und seiner Frau, dem Erich und seiner Claudia und bei allen übrigen Mitgliedern des Vereins und wünsche noch recht schöne Stunden. Warte mal, Mama! Warte mal!
Schon gut. Ja, was geht?